Hallo, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Nachmittag, guten Abend, wie auch immer. Und ich möchte euch jetzt noch eine Energie fürs Wochenende reingeben. 3 Tage, 3 Nächte. Und ins Wochenende flattern wir ab mit den Raben, habe ich mir gedacht. Ja, die Videos gestern, die waren leider erst sehr, sehr spät hochgeladen. Das lag nicht an mir, sondern an dem YouTube-Overload wahrscheinlich. Es war wahrscheinlich eine Uhrzeit, wo unendlich viele ihre Videos hochgeladen haben. Also ihr habt jetzt was davon über das ganze Wochenende wahrscheinlich. Und ich setze jetzt hier noch einen drauf. Ne? Aber dann bin ich auch erstmal weg. Ne? So. Schon geht's los. Es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mit mir seid, mit uns seid. Und wir schauen jetzt erstmal, was kriegen wir denn hier für eine Energie rein? 3 Tage, 3 Nächte. Völlig frei und einfach mal sehen, was da auf uns zukommt. So, die erste haben wir schon gleich. Wir hätten gerne 3 an der Zahl. Nummer 2. Und da haben wir sie doch. Ach ja, den kennen wir doch schon. Also ich kann euch schon mal verraten, der König der Schwerter ist auch mit dabei. Ach ja. Also, jetzt haben wir hier erstmal die Grundenergie. Wir haben die 6 der Schwerter. Ich spreche jetzt auf dich. Ja? Wenn du das Gefühl hast, die Legung passt auf jemanden, dann sei bitte so frei. Also, es geht für dich darum, in Klammern allgemeine Legung, aber das wisst ihr ja, es geht für dich darum, dich auf ein neues Ufer zuzubewegen. Und zwar gegen den Wind und gegen die Wellen. Ne? Und du stellst fest, dass du Flügel hast und es kommt so ein bisschen rein, eine Energie von, du stellst dich den Dingen auch wenn es schwierig ist. Und es ist aber mit einer Anstrengung verbunden und so ein Flug gegen den Wind, der geht natürlich langsamer, wie wenn man mit dem Wind fliegt und getragen wird und so einen Antrieb hat. Also es geht hier über die, es geht hier um die Überwindung von etwas. Und du kannst es aber schaffen. Und es hat etwas zu tun damit, ob du es wirklich willst. Wenn du es willst, dann wirst du es schaffen. Du befindest dich vielleicht in einer Situation, wo dir etwas angeboten wird, wo dir etwas gereicht wird. Hier wird dir ein Kelch gereicht. 3 Kelche hast du schon. Jetzt ist es ja bei der 4 der Kelche eigentlich so, dass das so die Karte von Verdruss ist und man ist so ein bisschen gefrustet. Ne? Bei der Darstellung in diesem Deck sieht der Rabe aber diese Option. Das ist also das, was man haben kann, wenn man etwas dafür tut. Und in anderen Darstellungen ist es immer so, dass die Person diesen Kelch, der da gereicht wird, eher ablehnt und nicht sieht. Die schaut auf das, was sie gerne hätte. Aber in der Darstellung kommt es mir wirklich so vor, als ob du hier der Rabe bist und schon eine ganze Menge hast und als ob du noch was haben kannst. Wenn du das haben willst, dann ist das aber für dich, naja, sagen wir es mal so, ein Herderritt, ne? Der ein Flug ist. Aber du kannst es haben. Wenn du es willst, wirst du es kriegen. Du musst was dafür tun. Das Ganze kann jetzt entweder was mit deinem Verstand zu tun haben und du bist der König der Schwerter, dass du, wenn du es haben willst, hier sehr straight sein musst und auch wirklich durchziehst. Sprich, du hast dir ein Ziel gesteckt und du wirst es erreichen und das Ganze mit Kraft und Ausdauer, weil du es wirklich willst. Der König der Schwerter, der hat eine Energie an sich, der schafft das auch, weil das jemand ist, der durchzieht. Der weiß ganz genau um sein Standing und der ist total im Selbstwert. Es kann aber auch sein, dass es für dich um diesen Menschen geht. Dass du, dass dir jemand sehr wichtig ist, auch wenn er sehr kühl und abgeklärt ist und dass er dich aber fasziniert, ja? Dass es vielleicht mit diesem Menschen eine Möglichkeit gibt und wenn du ihn erreichen willst, musst du seine Sprache sprechen und er spricht die Sprache des Verstandes. Also über den Verstand kannst du ihn erreichen. Dazu musst du dich über dich selbst erheben und gegen den Wind fliegen, ja? Aber in diese Schwertenergie gehen, die vielleicht so gar nicht deins ist, weil du vielleicht ein ganz anderer Typ Mensch bist. Aber wenn du mit jemandem kommunizieren willst, der eine bestimmte Sprache spricht, dann versteht er dich am besten, wenn du auch diese Sprache sprichst.
Das hat aber nichts damit zu tun, dass du dich verstellen sollst, um Gottes Willen. Sondern hier geht es um eine Option, eine Möglichkeit, diesen Menschen zu erreichen. Und um das zu tun, ja, musst du oder solltest du, müssen tust natürlich gar nicht, seine Sprache sprechen. Sprich, kommuniziere so, dass er dich verstehen kann. Wenn er dich nicht versteht, wird er dich vielleicht ablehnen. Das ist der Schwertkönig, der ist total, der kann das, der ist rational, der ist im Verstand. Das ist das Feuer der Luft, der hat seine ganze Energie im Geistigen liegen. Das ist ein Denker. Ne? Und wenn du ihn aber erreichst, und ich sehe ja hier, dich auf ihn zubewegen, dann wirst du ihn, dann wird er dich auch verstehen. Also es geht hier auch ein Stück weit um Verständnis. Es kann auch einfach damit, also es kann auch so für dich sein, dass Anstrengung für dich damit verbunden ist, jemanden zu erreichen, der dir mit den Kelchen sehr am Herzen liegt. Und du hast hier die Möglichkeit, ihn zu erreichen. Das ist aber mit einer Anstrengung verbunden. Schau mal, ob du damit irgendwie in Resonanz gehen kannst. Aber wir schauen jetzt mal weiter. Wir schauen jetzt noch mal, was die Kibbelkarten dazu sagen. Um was geht es denn hier? Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass es hier um ein Gespräch geht, was in dem Kelch hier drin steckt. Weil die Schwerter, das Luftelement, stehen auch für Kommunikation, ja, für Austausch durch Sprache. Und es geht vielleicht darum, dass du die richtigen Worte findest, um mit jemandem zu kommunizieren. So. Vielleicht machst du auch mit diesem vierten Kelch jemandem ein Angebot. Du hast vielleicht jemandem etwas zu überbringen. Und er ist der Rabe, der schon drei Kelche hat. Eins, zwei, drei, vier. Hätte ich gerne noch eine fünfte. Okay. Wir haben das reiche Mädchen, das Wohnzimmer, das Liebesglück, die Militärperson und die Armut. Ha, es macht total Sinn. Pass auf. Du bist hier, sagen wir es mal so, reich und schön. Ne? Das reiche Mädchen ist attraktiv und im Endeffekt bist du gebettet ins Leben, in dein Umfeld. Du bist im Endeffekt auch gesellschaftsfähig. Ne? Das heißt auch, du kannst dich den Umständen anpassen. Du bist absolut gesellschaftsfähig. Deswegen gelingt es dir auch, hier eine Sprache zu sprechen, damit jemand dich verstehen kann, damit du jemanden erreichen kannst. Und ich sehe hier eine sehr starke Bewunderung auf dich. Hier ist nämlich jemand, die Militärperson, überaus straight. Ne? Das könnte diese Energie hier sein, der Schwertkönig, der auf dich schaut. Weil zwischen euch beiden liegt das Wohnzimmer und das Liebesglück. So. Hier ist dir jemand ganz nah oder du bist jemandem ganz nah. Das kann jetzt natürlich ein Herzensmensch sein oder der Herzensmensch. Es kann aber auch jemand anderes sein. Jemand, der eine Nähe zu dir empfindet, den es zu dir hinzieht. Ihr fühlt euch aber auch zueinander hingezogen. Bei den allermeisten wird es um die Liebe gehen. Und diese Energie, die steht im Raum, die verbindet euch. Also hier ist eine absolute Nähe und jetzt kommt's. Diese Person, die da so überaus straight ist, die sehr geradlinig ist, sehr rational, wie ein Schwertkönig halt eben, die auch nichts falsch machen will oder auch Zurückzügen tendiert, die ist im Mangel. Die ist im Mangel und das, was du bist, ist eigentlich das, was sie braucht oder wonach sie sich sehnt. So, jetzt ist diese Person natürlich nicht gerade einfach gestrickt. Sie ist eher unerreichbar, zeigt sich distanziert und fühlt im Kopf. Das ist jemand, dem es schwerfällt, sich auf sein Herz einzulassen. Diese Person fühlt im Kopf. Und du hast aber die Fähigkeit, gegen den Wind zu fliegen, allen Wellengängen zu trotzen
Und hier trotzdem ein Angebot zu machen, etwas zu reichen, was diese Person verstehen kann. Das kommt mir ganz klar rein, weil euch verbindet hier was. Und diese Person ist in einem Mangel. Ja, kann auch bedeuten, also der Mangel kann sich auf sämtliche Lebensbereiche beziehen, es kann aber auch der Mangel an dir sein, dass du dieser Person fehlst. So, dann schauen wir nochmal, was uns die Lenny-Karten dazu sagen. Da haben wir ja jetzt im Endeffekt die weitere Entwicklung. Oh, jetzt machen wir mal Folgendes. Das sind ja hier ein Haufen Karten. Sortiert euch. Da haben wir das Schiff. Das heißt, ihr bewegt euch hier aufeinander zu. Oder die Sehnsucht ist damit gemeint. Wir werden gleich klarer sehen. Wir haben hier das Schiff, das über eine Brücke fährt. Wir haben den Stern. Ich sage es euch gleich im Zusammenhang. Wir haben die Würfel, dich selbst, die Blumen und den Klee. Oh, wir haben hier gute Karten. Wir haben hier richtig gute Karten. Also, wir schauen jetzt mal in deine Blickrichtung. Wir schauen jetzt mal von rechts nach links. Es kommt nämlich was auf dich zu. Pass auf. Das zeige ich euch jetzt ganz deutlich. Drei Tage, drei Nächte. Vor dir fallen gerade die Würfel. Also das heißt, die Würfel sind fast gefallen. Etwas kommt auf dich zu. Und zwar haben wir hier etwas, was langsam auf dich zukommt. Ne? Aber kontinuierlich. Das Schiff steuert auf die Brücke zu. Hier wird eine Brücke angenommen, die du vielleicht auch gebaut hast oder die sowieso zwischen euch da ist. Und das steht unter einem guten Stern, das ist auch geführt. Ne? Mit dem Stern wird dieses Schiff geführt, das könnte so der Polarstern sein. Und das Schiff orientiert sich am Sternenhimmel, das heißt, die geistige Welt ist hier sehr präsent. Und die geistige Welt führt das Schiff hier über eine Brücke. Ne? Und diese Brücke überbrückt eine tiefe Schlucht. Und du ahnst vielleicht auch schon, dass da irgendwas in der Luft liegt. Hier wird gerade der Würfelbecher geschüttelt, ne? Und die Würfel sind bereit zu fallen. So, und jetzt liegt hier nämlich hinter deinem Rücken, und das ist das, was du vielleicht noch nicht ahnst, eine spontane Einladung. Also du schaust in eine andere Richtung, eine Energie kommt auf dich zu, die spürst du schon. Ne? Der Würfelbecher, ne, so, der wird schon geschüttelt oder vielleicht... Vielleicht hoffst du auch. Das ist keine Hoffnung. Das ist was, was definitiv auf dich zukommt. Die Würfel werden schon bald fallen. Vielleicht könntest du auch darauf wetten, dass es so geschieht. Ne? Also, dass das so die Aussage ist. Und hinter dir liegt die Einladung und der Klee. Spontane Einladung, spontanes Treffen. Aber vielleicht rechnest du tatsächlich auch schon mit einer Einladung. Also entweder mit einer Einladung rechnest du nicht, und mit so einem spontanen Treffen spürst aber, es kommt was auf dich zu, hättest nie gedacht, dass es eine Einladung ist. Oder du sitzt schon in so einer abwartenden Position da und sagst, warte mal ab, hier kommt was. Gleichzeitig bewegst du dich aber auch auf diese Energie zu. Also es ist nicht nur so, dass hier etwas auf dich zukommt, du bist auch bereit, diese Sprache zu sprechen und fliegst gegen den Wind. Ne? Weil es hier ganz einfach etwas gibt, was man sich zu geben hat. Unabhängig davon, ob du das jetzt reichst oder ob dir was gereicht wird. Es kann ja auch sein, dass du hier vom Schwertkönigenkelch gereicht bekommst. Schau mal, wie das für dich Sinn macht. Also das hier ist ein größeres Kartenbild, was verschiedene Möglichkeiten offen hält. So, was hast du vergessen, Satyananda? Was hat sie vergessen? Die Mondruhen. Habe ich die nicht gerade eben in der Küche gesehen? Moment, also werde ich jetzt erstmal... Ah, hier sind sie doch. Hier ist der Angstklar. Die wollen wir doch jetzt nochmal... Die wollen wir jetzt auch nochmal fragen.
Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Welche Runenkraft liegt denn da drauf? Ich hab sie. Die Thurisas. Hier gibt es einen Durchbruch. Also hier kann schlagartig auch etwas passieren. Etwas, was erst mühsam ist. Ja, oder es ist vielleicht auch ja, für dich eine Anstrengung, eine Sprache zu sprechen, die eigentlich, wo du ein bisschen in den Kopf gehen musst. Also deine Wortwahl ist sehr wichtig, kann ich nur noch mal sagen. Der König der Schwerter, der braucht klare Worte, Worte, die er auch verstehen kann in seiner Welt. Wenn du zu hochtrabend bist, zu spirituell, zu wie auch immer, wird er dir nicht folgen können. Da rafft das nicht. Da kriegt das nicht auf den Schirm. Da klemmt die Platte. Ne? Und hier kommt eine gewaltige Energie rein. So eine Rumsbums-Energie. Hier wird was freigelegt. Hier wird was befreit. Ne? Also schau mal, wer der König der Schwerter für dich ist. Das kann, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, ein Herzensmensch sein. Jedenfalls liegst du diesem Menschen sehr am Herzen. Er scheint im Mangel zu sein. Das kann aber auch eine Vaterfigur sein, ja, oder ein Arbeitskollege oder wie auch immer. Das kann, also du weißt schon, wer es sein kann. Das macht ja dann für dich irgendeinen Sinn. Also ich, die Katze hustet. Hier muss was raus, ne? Katze hustet, hier muss was raus. Vielleicht will sich auch jemand auskotzen. Ich meine ja nur mal. Ne? So, damit schließe ich jetzt auch die Legung. Ich denke, die Botschaft ist durch. Entweder es macht Sinn für dich oder eben keinen. Lass mal wirken. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende und eine gute Zeit. Wir hören uns Anfang nächster Woche wieder. Lasst es euch gut gehen. Ihr seid großartig. Und ich sag mal, ja, lasst mir gerne ein Abo da. Freue mich auch über liebe Kommentare. Und jetzt kommt's. Ich sag mal, bye bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.